Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wie ihr sehen könnt, bin ich draußen unterwegs und wir werden uns mal versuchen anzuschleichen. Wir sind nämlich auf dem Weg in den Garten zu meinem Vater. Mal sehen, ob er uns bemerkt. Wir machen ein Video, wie man heute Ketchup macht. Und dazu muss ich mich jetzt erstmal anschleichen. Hallo! Hallo, lieber Vater! Ja, hier ist mein Vater. Oh, eine Action-Tür. Ja. Tornado Stream. Wichtig. Alle Behälter sterilisieren. Das ist ja nun gerade ungeschickt hier. Das Geile ist jetzt bloß nicht verbrennen. Na eben. Gut. So, wir pflücken uns noch einen Apfel. Für Ketchup vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber der dient uns zur Bindung. Zur Bindung? Ja. Na, damit es nicht so eine Plörre ist. Also damit es dickflüssiger wird, meinst Guck du? Mal, so ein kleiner Baum mit einem dicken. So ein kleiner Baum hat so viel Äpfel? Ist ja nicht normal. Jetzt haben wir hier rote Beete. Und sag mal, was du da jetzt machst. Jetzt ziehe ich mir Handschuhe an. Weil diese rote Beete, die färben wie Teufel. Also meine Finger sind dann für mehrere Jahre rot gefärbt und alles, was damit in Berührung kommt. Deshalb ziehe ich mir lieber Einweghandschuhe an. Wir schneiden die oder schälen die eigentlich jetzt schon, weil ich möchte, dass die ausbluten. Die sollen nämlich unsere Tomatensoße rot färben. Normalerweise kocht man die nämlich mit Schale. Und was ich jetzt mache, ist Frevel, weil, siehst du, fängt schon an, blutet denn aus. Wobei rote Beete schmecken sowieso wie erschlagen tot, also ich esse die nicht gerne. Außer mit brauner Butter und Salz vielleicht, aber sonst esse ich die nicht gerne. Aber im Vergleich zu industriell hergestelltem Ketchup wollen wir ja keine Farben und irgendwas benutzen. Und da wir ja alle manipuliert sind, möchte ich, dass eben mein Ketchup auch rot ist. Papa, ich mache jetzt gerade einen Test. Hey, wo ist der denn jetzt hin? Müssen wir jetzt mal rausgehen und suchen. Ah, da ist er. Hey. Hey. So, ich bin dabei und pflücke die Tomaten. Das Problem ist, selbst wenn ich hier Salat mache und sonst was, das schmeckt ja alles sehr köstlich, so frisch geerntete Tomaten. Aber weil wir, und das ist das Problem, zum bestimmten Zeitpunkt eine Riesenschwemme haben. Okay. Haben wir uns überlegt, wir machen aus dem größten Teil. Ich probiere mal eine. Darf ich? Ungespritzt. Lecker. Gut. Wie viel brauchst du denn jetzt von den Tomaten? Na so, ich habe so geschätzt 4 Kilo ungefähr. Okay. Weil ein Großteil dieser Menge kocht denn ja ein. Soll ja nicht so eine Plörre werden. Alles klar, bis dann. Geh weg. Schönste Tomate. Tomato. Oh, it's falling down. Musst du mir helfen? Das ist ja Zentner schwer. Da sind sie. So, jetzt hast du da eine Waage. Wie viel kann denn diese Waage anzeigen? 2 Kilo. Also heißt das, wir wiegen zweimal ab. Warum? Ja, damit wir 4 Kilo haben am Ende, oder? Ist das nicht die erste 4? Ich denke, wenn ich 2x2 Kilo... Hol mal den Rechner raus. 2x2... Oh, madre mia. So, 2 Kilo. 2 Kilo. Ist das denn jetzt für dieses Rezept so abbrechend wichtig, dass es jetzt genau 4 Kilo sind? Nein. Es sind ja auch, wenn man die Rezeptbeschreibung liest, steht bewusst immer circa... Und dann heißt es manchmal 1-2 oder ca. 50 Gramm. Hm. Also Beispiel Ingwer zugeben. Der ist ja so sehr scharf, habe ich vorhin gemerkt. Ja. Da werde ich mal vorsichtig rangehen, nicht dass mir der Draht aus der Mütze springt.
So war der Ingwer. Da ist das ist der Ingwer, genau. Ingwer. So, das sind 4 Kilo. Alles klar. Was hat denn der hier auf sich, der Eumel? Das ist Deko. Da soll ich jetzt echt reinbeißen? Wenn du dich traust. Oh, Alter. Das ist gar nicht. Scharfe Deko. Oh, ich schwitze. Es ist schon heiß und ich schwitze und jetzt schwitze ich noch mehr, weil die Scheiße so scharf ist. Also Tomaten. Dann haben wir hier, was aussieht wie Erbrochenes. Das ist eine geriebene Kartoffel. Die dient zur Bindung, weil wir wollen ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Ketchup machen. Man könnte ihn ja auch billig kaufen, aber wir wollen der Industrie, vor allen Dingen den vielen Chemikalien, ein Schnippchen schlagen. Und das ist unser Kampf gegen den Dosenfraß. Frisch gekocht ist immer gut. Für die Bindung einmal eine Kartoffel und ein köstlicher Apfel. Apfel? Apfel, ja. Wegen dem Geschmack? Wegen der Bindung, weil Äpfel enthalten Pektin. Das nimmt man auch so für Marmelade. Das ist so, dass das so Gelee-artig wird. Okay, einfach schon. So, für den Geschmack nehmen wir Lauch. Lauch. Und Zwiebeln. Zwiebeln. Und Petersilie. Und Paprika. Dieses Paprika, lecker. Paprika. Paprika. Super. Für die Schärfe, wie gesagt, nicht alles. Den Ingwer, den scharfen. Ingwer. Für die anderen Zutaten, hier Lauch und Zwiebeln und Sellerie, wir hätten uns natürlich auch einen Brühwürfel nehmen können, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Chemie. Deshalb haben wir, weil wir sind ja manipuliert von der Lebensmittelindustrie, rote Beete dazu geschnitten. Die färbt unseren Ketchup schön rot, weil ohne dem, seht ihr schon den Farbunterschied, wird der Ketchup ziemlich hell bleiben. Für die Haltbarkeit brauchen wir Rohrzucker oder Zucker überhaupt. Wir haben uns für Zucker entschieden, umgerechnet die Menge sind ungefähr pro 100 Gramm so 3 bis 4 Gramm, hält sich eigentlich in Grenzen. Der dient eigentlich zur Konservierung mehr und natürlich auch ein bisschen Geschmack und Essig. Brauchen wir auch für die Haltbarkeit. Also weil die Säure ist der Feind der Bakterien. Ach, deswegen der Essig? Ja, ja. Damit die Bakterien kaputt gehen. Oder die sich nicht so stark entwickeln. Und zum anderen auch ein bisschen Geschmack. Und natürlich unsere Gewürzmischung. Das ist den Pfeffer, Paprika, ein Lorbeerblatt, steht alles in der Anleitung. Das ist der Ingwer, habe ich festgestellt, ist ein bisschen scharf, so 20, 25 Gramm riskieren wir. Das Erbrochene zur Bindung, alles. Also Kartoffel. Kartoffel, genau. Guck mal, da ist schon die Stärke, da unten das Weiße. The Apple, auch zur Bindung. Für die Würze und Geschmack. Sellerie, guck mal, nichts verkehrt machen. Auch alles 50 Gramm oder so oder 100 sind das, keine Ahnung, so wie in der Anleitung steht ungefähr. Ja, so kann man sich da auch rausreden. Guckt immer in die Videobeschreibung, Leute, da erfährt ihr dann alles, falls ihr das nicht wissen. Dafür ist ihr da, vorausgesetzt man kann lesen, das ist natürlich schlecht. Ja, aber mal 100 Gramm auf, schon mal probiert, mach mal ein Bild mit 100 Gramm, weiß keiner wie, mach ich das. 100 Gramm Steine oder so. Geht gar nicht. Jetzt hast du reingehauen. Ach, Lauch, habe ich ganz vergessen. Ja, Lauch, das ist ganz wichtig, dass du das auch wirklich sagst. Ach, Lauch auch. Und jetzt? Tomaten. Nee. Paprika. 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 Und da müssen wir aufpassen. Der Boris hat, glaube ich, schon in der Deko gebissen. Die war ziemlich scharf. Deshalb nehmen wir nicht alles. Oder wir leben gefährlich. Oh, das dürfen wir nicht da reinmachen. Und das? Rote Beete. Für? Für die Farbe. So habe ich das doch verstanden, oder? Gut aufgepasst. Gut, der Sohn. Jetzt kommen die Tomaten. Jetzt die Tomaten. Die zerschneidest du erstmal, ja? Die zerschneiden wir nicht in allerkleinste Stückchen, aber so, dass das schneller kocht. Stellen wir das schon mal hier drauf. Ja. Da wird es dann nachher kochen. Ja.
Wie lange muss das nachher kochen? Halbe Stunde. Ich habe vorhin in der Anleitung gelesen, ja. Es muss einmal aufkochen. Warum denn? Damit es... Aber nur wenn man es abbindet mit oder andickt mit Stärke. Aber wenn die Stärke nicht aufgekocht wird, dann verbindet die sich nicht richtig und es schmeckt nach Mehl und brechreizerregend. Generell muss man das kochen, um das rohe Zeug hier gar zu kriegen. Ne? Ja. Rote Beete und was da drin ist. Der nächste Schritt ist, jetzt muss man es erstmal zum Kochen bringen, alles, wa? Nachdem alle... Das geht eigentlich ziemlich schnell. Und immer schön umrühren, weil das könnte anbrennen. Das ist ja eine lustige Tomate. Ich weiß nicht, ob wir die nehmen können. Das ist bestimmt genverändert. So, und jetzt hier Hightech. 30 Minuten. Alles klar. Hast du dir das Rezept selbst ausgedacht? Komplett jetzt oder? Jein. Also Ketchup kochen habe ich nicht erfunden. Das haben andere schon vor mir. Also zum Beispiel Heinz ist der bekannteste, heißt so wie ich. Aber dieses Ketchup kochen ist eben sehr variantenreich. Im Grunde ist es ja nur eine kalte Tomatensauce und man macht es je nach Vorliebe. Sieht schon sehr rot aus, stimmt's? Mhm. Ui, Linse beschlagen. Ja, drauf gespuckt. Ja. Jetzt kommt ja der Akt. Okay. Wo wir das durchsieben, weil die vielen kleinen Körner, das kriegt man nicht klein. Das erste Mal war das eine Plürre und zu süß, weil ich mit Süßstoff nachgesüßt habe. Das hat mir nicht so geschmeckt. Und dann der entscheidende Fehler. Ich habe das heiß abgeschmeckt. Das soll man nicht machen. Wenn wir nachher zum Schluss nochmal abschmecken, ob uns das zu süß, zu salzig oder wie auch immer. Also es muss kalt abgeschmeckt werden, weil wir das ja auch kalt verzehren wollen. Die ausgepresste Masse. Jetzt nehme ich die ausgepresste Masse und gieße sie in den Topf. Man achte auf, wie geschickt mein Sohn ist. Ja, jetzt kommt nämlich der Punkt. Man achte auf sein Geschick, die Fingerfertigkeit seiner Füße. Oh. Muss aufpassen, diese Scheiße ist verdammt heiß auch noch. Heiß und rot. Ja. Machen wir jetzt Ketchup. Dann nehmen wir der Gewürzmischung, was wir jetzt eindeutig erklärt haben. Zack. Zucker sollen nicht alles. Und schön umrühren. Und jetzt kommt noch der leckere Essig dazu. Noch nicht alles. Wollen wir mal sehen, wie das am Schluss aufgeht. Und der Essig dient nochmal dazu, konservieren, haltbar machen und auch der Zucker. Also der Zucker ist nicht nur zum Süßen, sondern auch für die Haltbarkeit. Das muss aber jetzt nur einmal aufkochen? Eine Viertelstunde. Also eine Viertelstunde kochen lassen, ja? Glaube ich. Muss meinen Plan lesen. Ich glaube, ja, also es würde 15 Minuten reichen. Aber um das auch noch ein bisschen mehr zu reduzieren, so sagen wir mal so eine halbe Stunde. Man kann auch länger, ne? Man kann auch 2 Stunden und warten, bis nur noch trockene Rest übrig ist. Tja. Mann, mal dieser Lärm hier. Bis jetzt läuft das richtig vorbildlich. Wir liegen gut im Zeitrennen. Macht auch Spaß, der ganze Mist. Ich habe schon Bock auf Ketchup, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Bock auf Ketchup. Oh, hier wieder hat mein Vater irgendein geiles Projekt wieder. Davon wird er uns bestimmt dann irgendwann mal später erzählen. Hier werden wir die Abfüllstation einrichten. Ja. Der nächste Schritt ist nämlich, dass halt der Ketchup muss ja auch jetzt konserviert werden.
und dazu nehmend wie die leeren Gläser, Behälter, die vorher im Essigwasser abgekocht worden sind, damit sie ja, steril sind. So ist es. Das Finale. Das Finale. Oh. Apfeln, Alter, los. Ja. Und warum füllst du das jetzt heiß ab? Erkläre ich dir gleich. Wir nehmen diesen Twist-Off-Verschluss und verschließen sofort das Püllchen. Und zu meiner Überraschung ist es sau heiß. Ach nee. Kann ich kaum anfassen. So, jetzt passiert Folgendes. Das ist jetzt verschlossen. Ja. Die warme Luft kühlt ab, zieht sich zusammen und der Deckel klitscht runter und es ist luftdicht verschlossen. Auf diese Weise hält es ungefähr maximal ein Jahr. Wenn man es aufgemacht hat und genascht hat, sollte man 6 Wochen, also höchstens 2 Monate, im Kühlschrank haltbar. Ist halt alles Bio, wa? Oder was? Also, schön umrühren. Schön die Kelle nehmen. Und jetzt schön da rein. Das ist mal irgendwie was anderes, als dann dauernd nur in der Kammer zu hängen, finde ich. Ah, das ist ja... Mann, immer dieses... Aber ich hab's doch nicht erwartet. Doch, ich hab's geschafft. Gut. Flasche Nummer 3. Zieh die anderen 3 auch mal nach. Aufpassen, nicht, dass ich die kaputt drehe. Aua. Also, meine lieben Freunde da draußen, wir haben es tatsächlich geschafft, 4 von diesen Flaschen abzufüllen. Und hier ist unser Versuchsobjekt. Möchtest du Ketchup, Boris? Ja, natürlich. Hey, der war offen. Ja, jetzt fürs Federchen. So. Und lecker, lecker. Erlieseste Konsistenz. So, an der Stelle beenden wir das Ganze. Ich möchte mich bei euch verabschieden und mein Vater hat das Schlusswort. Sag was. Macht's gut, Freunde. Bis neulich. Guten Hunger, guten Appetit. Tschüssi. Musst du dich ausmachen? Ja, aber kann ich auch später machen. Tschüssi.